Und mit diesen Impressionen herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des XTGDWM-Stammtischs hier aus dem Wintergarten des Ferienhaus Freitag in Oberwiesenthal. Und der da in den Impressionen am lautesten gejubelt hat am Ende, der sitzt jetzt neben mir. Maxim Czerwinka, servus, Bronzemedaillengewinner im Sprint am Samstag und Lokalmatador hier sozusagen, in Neben ihm die Steffi Böhler, ehemalige Weltklasse-Langläuferin, mit zwei Olympiamedaillen bestückt, sage ich jetzt mal. Und jetzt hier als Pressesprecherin des DSV, von dem her nah dran am Team. Und ja, Steffi, servus und danke, dass du gekommen bist. Hallo. Ja, wenn wir so zurückblicken, es ist jetzt fast eine Woche her. Ihr habt es gerade gesagt, die Woche ist wie im Flug vergangen. Und ja, wie ist es so jetzt mit ein bisschen Abstand zu dem Rennen, der Erfolg, die Bronzemedaille und das Rennen insgesamt? Also jetzt hat man es dann doch langsam erstmal richtig realisiert. So die ersten Tage danach war ich doch noch ganz schön fertig. Man hat natürlich schon ein bisschen gefeiert und die Nacht darauf konnte ich noch gar nicht schlafen, weil doch noch man sehr aufgeregt war, jede Menge Emotionen. Aber es war eher so eine schöne Anspannung oder ich würde es jetzt als schönen Stress bezeichnen, die ganzen Tage danach. Man hat natürlich noch die ganzen anderen Teamkameraden unterstützt, an der Strecke angefeuert. Und jetzt ist man doch mal ein bisschen zur Ruhe gekommen und hat es erst so richtig realisiert, dass es dann so gut gelaufen ist. Lass uns nochmal zurückgehen an diesen Samstag. Du hast begonnen mit dem 14. Platz in der Quali. Ja. Wie hat sich der Wettkampf so für dich entwickelt, über die Runden hinweg dann auch? Also ich muss sagen, der Prolog war für mich der Schlimmste, da man doch sehr, sehr aufgeregt war. Und ja, klappt es dann auf so einem Niveau, muss es dann doch, also vom Prolog an, alles klappen. Bin dann, würde ich fast sagen, ein bisschen übermotiviert angegangen. Bin aber trotzdem dann, denke ich, relativ gut durch den Prolog gekommen, mit dem 14. Platz in Ordnung, aber direkt ein Anschluss. Und dann im Viertelfinale habe ich mich dann sehr gut gefühlt, technisch auch besser umgesetzt als im Prolog. Und ab da wusste ich dann, dass es heute wahrscheinlich sehr viel gehen könnte, wenn das weiter so geht. Und dann Halbfinale, Finale und ja. Gekämpft bis zum Gegner, ja. Wie hast du es gesehen, das Finale, oder beziehungsweise wie hat es sich für dich entwickelt? Musstest du andere oder hast du dir einen bestimmten Platz rausgesucht, wo du angreifst oder wo du nach vorne gehen willst dann? Also mir war schon klar, dass im Finale, das ist einfach der am meisten Körner noch hat, wahrscheinlich auch am besten durchkommt. Ich wollte mich anfangs eher mehr zurückhalten und dann schauen, was kommt. Also ich habe mich natürlich mehr also schon auf die Medaille fokussiert, die wollte ich unbedingt haben. Und ich war am Anfang, glaube ich, auf 4 raus, ein Stück zurückgehalten am Rollerberg, also am Berg dann auf 3 vorgeschoben und konnte dann auch die Position gegen den Russen auf der Zielgerade halten. Ja, und war dann super glücklich, dass es so geklappt hat. Steffi, der erste Tag, erste Wettkampftag, gleich die erste Medaille. Wie hat sich das für euch im Team dann dargestellt, beziehungsweise wie wurde das gefeiert danach? Ja, besser hätte es nicht laufen können. Also ich glaube, da waren einige sprachlos und vor allem, weil die Jungs so souverän gewirkt haben. Also wirklich, das war, ihr hattet irgendwie euren Plan, ihr habt es durchgezogen und man hat das Gefühl gehabt, da kann gar nichts passieren. Also klar, kann viel passieren, aber sie waren sich irgendwie ihrer Sache sicher, waren fokussiert und es war dann eine so Initialzündung und es lief dann ja die nächsten Tage auch wunderbar weiter. Beim Anja eigentlich genau dasselbe. Genau. Warst du dir vor der WM sicher oder war das dein Ziel, eine Medaille zu machen? Also ich habe im Vorhinein immer gesagt, ich will ins Finale, das war mein großes Ziel. Immer für mich so ein bisschen gesagt, ja, immer im Finale ist natürlich alles offen. Also schon Richtung Medaille geschielt, aber da muss natürlich auch alles optimal laufen. Jetzt war das ja eine deiner besten Platzierungen überhaupt in deiner Karriere. Wenn man mal zurückblickt, ein Jahr zurück, Kontinentalcup hier in Oberwiesenthal, gab es einen zweiten Platz. Aber da war natürlich der Rest der Welt sozusagen nicht da. Da waren halt hauptsächlich Europäer dabei. Kann man das mit Heimvorteil vielleicht auch erklären? Ja, sicherlich war es ein Heimvorteil für mich, hier alle Leute zu kennen. Ich hatte doch schon mehr Kontakt mit der neuen Strecke, Sprintstrecke, als vielleicht manche andere und habe mir da auch wirklich genau an verschiedenen Stellen mir was vorgenommen gehabt und wirklich, wie ich dir schon gesagt habe, ich hatte einen Plan, was ich umsetzen will und das konnte ich auch dann gut, habe ich gut gemacht. Ja, definitiv. Steffi, wir haben hier die Heim-WM für die deutschen Starter. Du hast auch mal eine Heim-WM erlebt, Oberstdorf 2005. Nun ist es ja immer so die Frage, ist eine Heim-WM eher mehr Druck oder mehr Motivation? Wie war es damals für dich, für euch? Ich glaube, es ist schon mehr Motivation. Also gerade, ich meine, es sind so viele Leute an der Strecke jetzt auch bei euch und die Strecke ist top. Also man kann wirklich hin und her wechseln und an mehreren Anstiegen gleichzeitig anfeuern.
Und also ich denke, dass es für die Sportler einfach ein Riesenvorteil ist und ganz viele Emotionen dadurch aufkommen. Und damals in Oberstdorf war es aus, ich kann mich nur daran erinnern, dass du ins Stadion reingefahren bist vom Burgstall und es war wie so ein Kessel, der dich da empfangen hat. Also so eine Welle, die, auf der du da irgendwie geschwommen bist. Und ich bin mir sicher, das wird nächstes Jahr wieder ähnlich werden. Nun war das ja irgendwie so eine kleine Initialzündung, könnte man es vielleicht bezeichnen. Es kamen noch 3 weitere Medaillen. Ja, Steffi, was sagst du zu diesem Mannschaftsergebnis bis hierher? Wir haben ja morgen noch eine Staffel bei den U23. Ja, also für mich ist es wichtig, dass ich halt merke, dass dieses Team an sich einfach eine brutal positive Energie irgendwie ausstrahlt. Und nur so ist sowas möglich, sind solche Resultate möglich. Und da, also angefangen vom Techniker, der jetzt wirklich jeden Tag rausgehen muss in der Früh. Und also es war ja jeden Tag anders. Es war von Sonnenschein bis Schneefall, Regen, es war alles dabei. Und es sind so, dass die jetzt sagen, okay, wir haben die Mischung gefunden und die funktioniert morgen wieder. Also da ist eigentlich kein Unterschied jetzt zu einer großen WM, was der Aufwand betrifft. Und somit finde ich es einfach ganz, ganz toll, dass das ganze Team belohnt worden ist jetzt auch durch die Medaillen. Ja. 4 Medaillen sind da mehr, denke ich mir, wie man sich erhofft hatte vor der WM. Was heißt das für die Situation in Deutschland, den Nachwuchs in Deutschland? Es gibt ja immer wieder die Diskussionen, wie schaut es aus, kommen hoffnungsvolle Talente nach? Wie würdest du das einschätzen? Ja, was Besseres kann uns nicht passieren, dass da jetzt Medaillen gewonnen worden sind. Und vor allem hat man ja bei der Deutschen auch schon gesehen, dass der Friedrich da ganz, ganz gut mitmischen kann, auch im Feld der Älteren. Und genau sowas bringt uns voran, wenn einfach ein Team stark ist und nicht nur Einzelne oder Einzelkämpfer unterwegs sind. Und ich glaube, für sowas ist eine Heim-WM was ganz Tolles, weil es schweißt auch zusammen. Also man kämpft gemeinsam für etwas und von daher glaube ich, dass das wichtig ist, nicht nur für das JWM-Team, sondern auch für das Weltcup-Team, um da in den nächsten Jahren ja, positiv nach vorne zu schauen. Kommen wir nochmal zur Atmosphäre hier in Oberwiesenthal, die, denke ich mir, was ganz Besonderes ist. Du hast eine WM schon, Junioren-WM schon erlebt im letzten Jahr in Lahti. Wenn du das mal so vergleichst und vielleicht auch den Vergleich zum Kontinentalcup ziehst, wo würdest du das ansiedeln hier? Also war schon eine deutlich bessere Stimmung als das, was ich bis jetzt so in meiner Karriere erlebt habe. Also wo ich im Prolog zum ersten Mal den Berg hochkam, war ich tatsächlich erschrocken, wie laut das auf einmal war. Also es war wirklich richtig laut und man konnte quasi nicht langsamer dort hochlaufen. Genauso im Viertelfinale habe ich gesehen, dass ich eine relativ große Lücke gehabt habe, wo ich vielleicht noch hätte Kräfte sparen können. Ich habe es einfach nicht mitbekommen, weil es haben mir mehrere zugerufen, ich habe es aber nicht gehört. Also es war echt super Atmosphäre und Stimmung, waren sehr viele Leute da. Man kannte natürlich auch sehr viele. Und das hat eigentlich wirklich mehr motiviert, als im Endeffekt Druck war. Ist das so das Herausragende an dieser WM, sage ich jetzt einmal, dass einfach hier die Stimmung einfach super ist und für die Athleten dann einfach alles getan wird? Ja, also bis jetzt habe ich wirklich nur positive Stimmen gehört, auch international war jetzt nichts da, wo man sagt, die beschweren sich über was. Weil im Vorfeld war natürlich das große Fragezeichen, klappt es mit den Schneebedingungen, wie sind die Witterungen? Und da haben die ganzen Helfer hier schon geschwitzt im Vorfeld. Und von daher, glaube ich, können die jetzt wirklich zufrieden sein, wie alles gelaufen ist. Aber auch jetzt, wenn man gerade diese Livestream-Geschichte sieht, ist es natürlich auch klasse, wie wir unsere Sportart da so präsentieren können und dürfen, weil das MDR da unglaublich gut arbeitet und auch den Kontakt zu den Athleten sucht. Haben wir so, glaube ich, auch noch nie erlebt in der Form, dass es diese Breite oder diese Dauer an Übertragung gibt, aber hat natürlich auch den Hintergrund, online entwickelt sich weiter und Livestream wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Maxim, wie hast du es erlebt? Du hast gesagt, die Athleten oder die Zuschauer haben so laut geschrien, dass du, dass du eigentlich gar nichts mehr verstanden hast. Hast du Freunde, Bekannte draußen, die du vielleicht auch gesehen hast oder die dich dann speziell angefeuert haben, im Fanclub? Also ja, also es war natürlich meine ganze Familie, viele Freunde und meine ganze Trainingsgruppe natürlich hier. Ja. Im Rennen kriegt man es jetzt nicht direkt mit, wer einen anfeuert. Ich habe mitbekommen, dass ein paar Leute mitrennen. Im Nachhinein haben wir es auch auf Videos gesehen, wer dann war. Aber man hat sich über jeden gefreut, der da wirklich tatkräftig angefeuert hat. Wie ist die Verbindung zu den anderen Athleten? Viele, denke ich mir, triffst du ja nur hier bei der WM, nicht im Kontinentalcup. Gibt es da Freundschaften, ein Wiedersehen, vielleicht, dass man am Abend da miteinander feiert? Ja, auf jeden Fall. Also man freut sich dann doch schon. Die Leute aus dem Kontinentalcup sieht man ja doch relativ häufig, man kennt sich da schon besser. Dennoch hat man, da ich ja letztes Jahr schon bei der JWM in Lahti mit dabei war, auch ein paar Kontakte, Freundschaften geknüpft. Und ich war auch schon in Norwegen dieses Jahr in dem Trainingslager eine Woche lang. Und da haben sich dann gefreut, die alle hier wiederzusehen. Und gerade die Amerikaner finde ich ein sehr cooles Team. Mit denen verstehe ich mich sehr gut, auch vom Auftreten her. Und man freut sich einfach jetzt die Woche mit
mit allen so zu verbringen. Eine Situation, die mir noch so im Gedächtnis geblieben ist von gestern, vom 30-Kilometer-Rennen, wo der Norweger, der Sieger im Endeffekt gewartet hat auf den letzten. Das kennen wir ja schon, von Olympia hat es das mal gegeben. Meines Wissens Björn Daly hat da, glaube ich, gewartet auf den letzten, der Kenianer, der da ins Ziel gekommen ist. Sind das so die Szenen einer WM? Ja, ich finde, sowas macht's aus. Oder heute zum Beispiel auch bei der nordischen Kombination, da haben die Japaner sich so gefreut. Die Mädels haben wirklich geweint im Ziel. Also ich muss das wirklich festhalten auf Video, weil das sind die Momente, die den Sport irgendwie ausmachen. Und da haben wir jetzt eigentlich viel erleben dürfen, diese ganze Woche lang doch. Und also für mich ist es toll, die ganzen Ex-Athleten, also wie Pilar Kotra, keine Ahnung, Ida Ingemarsdotter ist als Trainerin dabei, Kukal, also all die man eigentlich schon jahrelang kennt, da wieder zu sehen. Und es ist schon eine tolle Gemeinschaft, die da besteht. Ein weiterer Punkt ist, sie ist ja relativ hochkarätig besetzt, diese WM. Wenn man sieht, wer alles an Weltcupläufern hier mit dabei ist, ob das jetzt eine Helene Marie Fossesholm ist, die schon Fünfte war im Weltcup, oder eine Ebba Andersson, Janosch Brugger, der ja auch einen Weltcupsieg auf seinem Konto hat. Ist das vielleicht auch wichtig für euch Athleten, dass man da das Ziel sieht vor Augen sozusagen, wenn die da mit dabei sind? Ja, auf jeden Fall. Also man hat sich schon gerne angeschaut, gerade bei den Mädels mit der App Andersen und mit der Fossesholm, wie die laufen, mit was für einer, also wirklich Aufstrahlung, und da sieht man keinen Technikverfall, und sie sind sehr überzeugend aufgetreten, und ist natürlich eine große Motivation, dann dort einfach mit zuzuschauen und auch mit Janosch jetzt die ganze Zeit im Hotel zu sein, der dann doch vielleicht nochmal ein bisschen besser unterstützen kann, als manche andere da mehr Erfahrung hat. Und ja, also echt gute Stimmung bis jetzt. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt. Also es gibt ja hier nicht bloß Wettkampfläupen das Wettkampfgeschehen, sage ich mal, in Oberwiesenthal. Du bist ja auch hier am Trainingsstützpunkt, trainierst hier Tag ein, Tag aus. Wie ist es hier zu trainieren und vor allem dann einmal abseits der schwierigen Wettkampfläupen zu laufen? Es gibt natürlich hier wirklich optimale Trainingsbedingungen, weil es ist Utah ja ein sehr schneesicherer Ort. Dieses Jahr hatte man vielleicht nicht immer zu 100% so viel Glück gehabt, aber grundsätzlich konnten wir das ganze Jahr über wirklich gut trainieren, auch neben den Wettkampfstrecken. Man kann super nach Tschechien rüberfahren auf den Läupen, sehr lange laufen und auch mit dem ganzen Trainingsstützpunkt hier. Also es ist eigentlich eine super Vorbereitung für mich gewesen. Gibt es eine Lieblingsläupe? Also am liebsten laufe ich dann Richtung Boschida, also nach Tschechien rüber durchs Moor, und das ist halt einfach immer herrlich. Da gibt es so einen gewissen Punkt, wo du dann auf die Lichtung kommst, und das ist immer, immer wieder schön. Das ist doch schön, dass die jungen Athleten auch das so wahrnehmen, dieses Naturerlebnis langlaufen. Weil, ich meine, die Wettkampfstrecken oben, die sind schon knüppelhart. Ich bin gestern mal die Fünfer rumgelaufen, und wenn man dann halt nicht mal ganz so fit ist, dann denkt man schon, wie bin ich denn da mal im Wettkampf hochgelaufen? Aber da habt ihr schon alles, was man braucht. Freut mich schon, wenn man mal anders laufen kann. Aber das ist das Stichwort, hier mal im Wettkampf zu laufen. Bist du schon hier gelaufen? Was sind deine Erinnerungen an Oberwiesenthal als Athletin? Gut, ich war schon öfter hier bei Deutschmeisterschaften oder auch Deutschlandpokal früher. JWM-Vorbereitung hatten wir mal hier, haben wir oben an der Sachsenbaude gewohnt. Da sind wir nicht allzu viel aus dem Haus gekommen, weil es so nicht gestürmt hat. Aber wie gesagt, es ist ein wichtiger Standort in Deutschland, weil es eigentlich, also wir haben ja dieses Schneeproblem überall, aber grundsätzlich ist es eigentlich ein schneesicheres Gebiet hier, und für einen Athleten ist hier viel, viel möglich. Und das war eigentlich auch, glaube ich, vom Verband so dieses Ziel, dass man durch die WM diesen Ort hier auch stärkt und herauslebt. Ja. Sollte, denke ich mir, gelungen sein. Ja. Wir haben noch ein Highlight hier, das vielleicht nicht ganz so groß ist wie die Weltmeisterschaft, aber Ende März finden hier die deutschen Meisterschaften statt. Wirst du mit dabei sein? Und natürlich. Was hast du dir vorgenommen für die deutschen Meisterschaften? Es ist ja die deutsche Meisterschaft an Landstrecke, was jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Schokoladendisziplin ist, aber man freut sich eigentlich immer auf den letzten Wettkampf. Das letzte Mal quälen, danach haben wir es erstmal geschafft, und es macht immer wieder Spaß. Also eigentlich, man freut sich wirklich nochmal drauf, und ist natürlich für mich wieder ein kürzerer Anreiseweg und sicherlich wieder Heimvorteil, und ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Und es ist natürlich die Vereinsstaffel am letzten Tag. Wie schaut es aus? SC Ibach? Ja, dann müssen wir mal schauen, dass wir da welche zusammenbringen. Aber ja, ich meine, die letzten Jahre war es ja wirklich klasse. Also das hätte mir kein Mensch geglaubt, dass man mal so viele Vereinsstaffeln wieder irgendwie an den Start bringt. Ja. Also ich glaube, das war genial, und ich hoffe, dass das dieses Jahr hier auch wieder funktioniert. Vielleicht kommt ja der Winter jetzt nochmal zurück. So schaut es zumindest aktuell aus. Es schneit draußen, und dann freuen wir uns, denke ich mal, auf ein weiteres Wochenende. Morgen schauen wir uns noch die U23-Läufer an in der Mixstaffel. Denke ich mal, auch nochmal ein interessanter Wettkampf, und wir drücken die Daumen auf alle Fälle, dass es vielleicht noch klappt mit der fünften Medaille. Wäre auf alle Fälle zu wünschen.
Ja, so viel von hier vom Stammtisch und weiter geht es dann wahrscheinlich während der nordischen Ski-WM, die ja auch schon bald ansteht, 2021 in Oberstdorf, also nicht mehr ein Jahr hin. Und ja, dort sehen wir uns wieder. Bis dahin, danke, servus.